ist Ranja und heute gucken wir Ich bin ein Mädchen, das in einer Schüssel wohnt. Was vielleicht vom Titel jetzt erstmal wie was klingt, was nicht wirklich passieren würde. Aber keine Sorge, die Geschichten sagen ja, es ist wahr, also warum sollten sie lügen, ha? Falls ihr es nicht kennt, das ist das Format, wo wir uns diese animierten Geschichten angucken, die es gefühlt auf 100.000 YouTube-Kanälen im Internet gibt. Wenn ihr auch eine spezielle Geschichte habt, die ihr gerne möchtet, dass wir uns die gemeinsam angucken, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare und mit ein bisschen Glück seid ihr der Nächste, der es vorgeschlagen hat. Ich gucke mal durch die Kommentare durch und dann machen wir die Sachen, die am häufigsten gefragt werden. Ungefähr. So, das ist der Plan. Jedenfalls gucken wir heute Ich bin ein Mädchen, was in der Schüssel wohnt, von DoriStory.de. Die haben mich letztes Mal nicht gestrikt. Vielen Dank an DoriStory, dass ich eure Geschichten benutzen darf. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Chris. Hallo Chris. Ich bin 22 Jahre alt. Ich auch. Liebst du deinen Körper? Ich liebe meinen nicht. Ich lebe in einem Wäschekorb. Denkst du, ich bin verrückt? Nun, es ist nicht das Seltsamste an meiner Geschichte. Ich bin kaum eine Person. Eher eine komische Larve eines Tiers. Also im Normalfall stelle ich ja gerne mal eine Spekulation an, ja, wie das Ganze zustande gekommen ist. Frag mich, okay, viele Leute sind keine, wisst ihr, Fans von ihrem Körper. Die einen sagen, oh, ich habe hier ein bisschen zu viel Speck. Die anderen sagen, ich bin zu dünn, ich wäre gern, keine Ahnung, ich kann nicht zunehmen, bla bla bla. Ist ja alles fair enough. Ich habe bis jetzt in meinem Leben noch nicht eine Person gehört, die sagt, ich lebe in einem Wäschekorb, ich bin eher eine Larve als eine Person. Das ist beunruhigend, meiner Meinung nach, also meiner professionellen Einschätzung nach. Sollte man keine Larve sein, ja, das stimmt doch was nicht. Setz dich bequem hin, damit du nicht vom Stuhl fällst wegen Boys meiner Geschichte. Und Mädchen, setzt euch hin, schneid euch an und, ne? Wilde Fahrt, sagt sie. Das wird ein Abenteuer. Ich lebe bei meinen Eltern. Sie sind kreativ und sehr talentiert. Alles klar, glaube ich dir. Deshalb ist es noch schwieriger, denn ich halte mich für echt hässlich. Und Dude, die Animation! Also, ich gucke ja diese Geschichten öfter. Das ist normalerweise so gezeichnet. Ich habe noch nie gesehen, dass sie versuchen, das zu animieren. Das sieht einfach aus, als hätte da jemand zwei Ebenen gemacht und die Augen... Ich verstehe nicht, warum sie mich nicht einfach gut verlassen haben. Nachdem ich mich verwandelte. Es ist unangenehm, mich anzuschauen. Und bald werdet ihr das auch selbst merken. Okay. Meine Mutter ist Schauspielerin. Nun, um genauer zu sein, war Schauspielerin. Bis ich sie für immer an das Haus gefesselt habe. Weil du eine Larve bist. Sie hatte die Gelegenheit, berühmt zu werden. Aber meine Geburt beendete ihre Karriere. Ich dachte, sie war schon Schauspielerin. Was ist denn jetzt los? Aber er hat auch Schwierigkeiten. Sie lernten sich bei einer Probe kennen. Durch Zufall. Und ich war auch nicht wirklich geplant. Okay. Mama jetzt fing gerade ich dir an, Berühmtheit zu erlangen. Während Papa sehr künstlerisch und noch nicht bereit für eine Familie. Es tut mir leid, aber ich muss es auf 1,25 stellen. Sie redet mir viel zu langsam. Aber trotzdem war ich auf dieser Welt und besiegelte ihn ein Leben in großer Trauer. Als ich 6 Monate alt war, begannen seltsame Dinge mit meinem Körper zu geschehen. Das ist mein süßes Baby. Aus den Worten meiner Eltern weiß ich, dass ich anfangs nachts sehr laut zu weinen begann. Sehr laut. Meine Haut wurde blau und dann bemerkte meine Mutter, dass ich meinen Körper zu krümmen begann. Ich What? Hatte Angst wegen der Krämpfe und den Schmerzen. Ich kann mir den Albtraum, den ich für meine Eltern geschaffen habe, gar nicht vorstellen. Und die Ärzte überwältigten sie mit schrecklichen Nachrichten. Mein Körper hörte auf zu wachsen. Meine Gelenke begannen sich zu verdrehen und meine Knorpel zu krümmen. Ah. Dann hörte er völlig auf, in die Höhe zu wachsen. Nur mein Kopf war entwickelt. Er wuchs, zusammen mit meinem Gehirn. Du verstehst nicht, was das alles bedeutet. Nein. Und ich werde es auch nicht genauer erklären. Okay, da... Das ist wie, wenn Freunde zu dir kommen und sagen, es ist was richtig Verrücktes passiert. Es ist was richtig... Du wirst nicht glauben, was mir neulich passiert ist. Und du bist richtig, ja, du bist gespannt. Du hast dich angeschnallt, du bist bereit, was ist denn passiert, ja? Du bist auf deinen Zehenspitzen und denkst dir, komm, ich will diese Geschichte hören. Und dann... Ich sag's dir lieber nicht. Wie jetzt? Du kannst doch nicht einfach irgendwas anteasern und dann sagen, ja, ihr seid bestimmt verwirrt, aber ich werde es jetzt nicht näher erzählen. Besser, es nur einmal zu sehen. Ja, ja, das bin ich, im Alter von 22 Jahren. Im mein Zuhause ist ein Wäschekorb. Ich erzähle dir das etwas später. Okay, aber ich weiß, ja, meinetwegen, aber mein Zuhause ist doch auch nicht das Bett. Mein Zuhause ist die Wohnung. Ja, der Wäschekorb steht ja nicht draußen auf der Straße. Es ist ja nicht so, als hätte sie kein Dach über dem Kopf.
Sie wohnt zu Hause bei ihren Eltern. Das heißt, ihr Zuhause ist technisch gesehen einfach ein Haus und kein Wäschekorb. Oder sehe ich das falsch? Vorerst gehen wir zurück zu meinen Eltern. Okay. Mama und Papa waren natürlich schockiert. Sie versuchten mich zu behandeln, in der Hoffnung, dass ich wachsen würde. Wir besuchten Dutzende von Ärzten, aber die Situation war düster. Alle zuckten die Schultern, obwohl mein Körper von oben bis unten mit Nadeln durchbohrt war und alle möglichen Analysen durchgeführt wurden, konnten sie diese Anomalie nicht erklären. No. Missgeburt. Mama und Papa machten oft Fotos von mir. Sie hörten nicht auf, sie an verschiedene Ärzte zu schicken. Okay, ich Mama dachte hatte ihre gerade, Arbeit. sie hört nicht auf, sie im Internet zu posten, sich über mich lustig zu machen. Ich so hässlich bin. Aufgeben und ihre ganze Zeit mit mir verbringen. Dann geschah ein Wunder. Es war, als ob meine rechte Hand lebendig wurde und im Bereich des Handgelenks und der Handfläche ein wenig zu wachsen begann. Aber das Oh. war die einzige Veränderung. Nichts Ah. anderes wuchs. Ich wurde Ja. älter, blieb aber eine Schnecke in einem menschlichen Körper. Ich änderte das Leben meiner Eltern, die nicht mal vorhatten, mich zu bekommen. Und das nicht ins Gute. Ihre Freunde hatten normale Kinder. Sie liefen und spielten, wenn sie vorbeikamen, während ich mich daran erinnere, dass ich gelegen habe oder in den Armen meiner Mutter lag. Aber erinnerst du dich da wirklich dran? Der Zeitstrahl hat gerade 2001 gezeigt, ja? Das ist 3 Jahre. Man hat tatsächlich, also, keine Erinnerung einfach an sein dreijähriges Ich. Ich erinnere mich nicht, was mit meinen 3 Jahren passiert ist. Ihr erinnert euch nicht, was bei euch passiert ist, als ihr 6 Monate alt wart oder 3 Jahre. Das Einzige, was ihr vielleicht hört, sind Geschichten von euren Eltern, die euch das erzählen. Aber wie auch immer du heißt, ich habe deinen Namen vergessen. Du lügst. Ich sah dem ganzen Spaß tatenlos zu. Ich war sehr traurig. Ich hatte auch die heuchlerische Aufmunterung satt. Als ob sich jemand tatsächlich einen Dreck um mich Mit scherte. drei. Ich war sicher, dass alle mich für hässlich hielten und Da nur hast so du das taten. durchschaut. Mit drei. Aber als Gegenleistung für diese schreckliche Krankheit bekam ich etwas Wichtiges. Mit jedem Jahr verflüchtigten sich meine Hoffnungen auf Veränderung wie Nebel. Am Ende bin ich nicht gewachsen. Nur mein Kopf war normal. Mit meinem Körper wurde alles nur noch schlimmer. Im Alter von 6 Jahren konnte ich nicht mehr ruhig im Bett liegen, weil alles wehtat. Meine Eltern suchten nach einem speziellen Bett für mich, aber es gab keins. Dann, aus Verzweiflung, brachte meine Mutter einen gewöhnlichen Wäschekorb und legte mich hinein. Und schließlich fühlte ich weniger Schmerz. Seitdem bleibt der Korb, egal was wir versuchen, die beste Option. Was anderes finden wir Das hier nicht. ein Ich lebe darin Ding. bereits seit 16 Jahren. Beängstigend, nicht wahr? Mein Schon? Körper gab mir eine einigermaßen lebensfähige Hand. Natürlich, sie ist winzig, schlecht entwickelt, aber ich kann einfache Sätze auf meinem Laptop tippen, Programme oder Videos öffnen. Warum kannst du nur einfache Sätze auf deinem Laptop tippen? Warum nicht auch mehrere Sätze? Wir sagen auch mal einen schwierigen Satz. Deine Hand, also dein Gehirn ist doch voll entwickelt. Das ist doch nur deine Hand. Und wenn du nur Buchstaben tippen musst? Nun, einmal bin ich sogar auf eine Dating-Seite gegangen. Und am Ende bereute ich das dann doch. Mir So fehlte wie es. ungefähr jeder andere auch, der auf eine Dating-Seite geht. Okay, feels Wirklich in bad. Konversation, wie du dir denken kannst. Irgendwie hat sich alles von alleine ergeben. Ich habe ein Foto von meinem Gesicht gemacht. Um genauer zu sein, ich habe meine Mutter darum gebeten. Ich liebte es, mein Gesicht zu sehen. Ohne meinen Körper schien es wirklich süß zu sein. Ich beschloss Okay. herauszufinden, was andere Leute denken würden, ohne meinen Körper zu sehen. Ich habe mich auf einer Dating-Website registriert Okay, und ja, bald hast du darauf schrieb mir ein gesagt? Typ eine Nachricht. Er war 23 Jahre alt. Sein Name war John. Hi, Er ich war bin echt John. Oh süß. mein Gott, ich Zuerst. wollte sogar John sagen. Ich bin. Oh, ich kenne diese Geschichten viel zu gut schon. Ich bin in deren Köpfen, ja? Also. John slidet in ihre DMs. Ist so, yo. Was geht? Ich hab auch nur ein Bein. Und, bin auch eine Larve. Ich habe einen gelben Wäschekorb. Und du? Und dann hat sie geschrieben, John, ich mag deine Mutter mal. Erst bekam ich ein wenig wegen seiner Nachrichten Angst, aber später ging es wieder. Ich ahnte nicht einmal, welche Überraschung mich erwartete. Wir schrieben viel miteinander. Er arbeitete zu Hause. Er stellte Websites für Internetshops. Okay. Auch John liebte Musik und alte Filme. Wir konnten Stunden damit verbringen, uns gegenseitig darüber zu simsen. Ich machte Sprachnachrichten, weil meine Hand wirklich müde war von den Nachrichtentippen. Ja, okay, Nun, er das ist sagte, ich fair. hätte eine wirklich schöne Stimme. Ich war sehr glücklich. Aber dann ist es passiert. Ich habe meinen Eltern nichts gesagt. Sie würden wahrscheinlich denken, ich sei verrückt. Ich war Aber dann fröhlich wollte und John hatte sie Spaß. besuchen kommen. Aber dann sagte John, er müsse ein ernsthaftes Gespräch mit mir Oh, führen okay. und bot an, zu Videochatten. Stell dir das Oh. vor. Ich war mir sicher, dass er einen Verdacht hatte und überprüfen wollte, ob Aber ich woher mein... weiß er Nein. es? Woher weiß er es? Ich bin invested in diese Geschichte. Woher weiß denn John? Dass du, also ich persönlich, ja, wenn ich mit Leuten schreibe, die ich nicht so gut kenne, ist mein erster Verdacht nicht, die verhalten sich komisch. Vielleicht haben sie nur eine funktionierende Hand und der restliche Körper ist wie eine Larve. Deswegen frage ich sie mal, ob sie mit mir Videocallen. Das ist üblicherweise nicht, wie das Ganze funktioniert. Also,
Aus eigener Erfahrung jetzt. Normal bin oder nicht. Ich wusste, dass es früher oder später passieren würde. Mein Herz war doch eh egal. Das Wichtigste ist ein schöner Körper. Ich stellte die Kommunikation mit John wieder ein und beschloss, nie wieder zu chatten. Aber was, warum musstet ihr denn jetzt das Ernsthafte? Du lässt uns hier hängen. Das ist jetzt die zweite Geschichte, die sie anfängt und uns hier teasert bis zum Nichts mehr. Und danach ist sie so, ja, aber das war's dann. Danach habe ich John nie wieder geschrieben. Was ist denn passiert? Warum war denn das ernsthafte Gespräch? Ich will es wissen. Mann. Frustrierend. Ich war die nächste Katastrophe in meinem Leben. Okay. Ich sagte bereits, dass meine Mutter ihre Karriere aufgegeben hatte, um sich um mich zu kümmern. Ab in den Müll. Aber da wir Geld für meine Behandlung brauchten, arbeitete sie. Vaters Einkommen reichte nicht aus, obwohl er nie zu Hause war. Um ehrlich zu sein, habe ich meinen Vater fast nie gesehen. Dann fand meine Mutter eine gute Möglichkeit und begann zu Hause Musikunterricht zu geben. Ich bat sie dafür zu sorgen, dass keiner ihrer Schüler von meiner Existenz erfuhr und mich zu mir kam. Es tut mir leid, ich will nicht drüber lachen. Es sieht nur so lustig aus, weil ich es nicht erwartet habe. Und dann auf einmal war sie so in diesem Korb, also hauptsächlich die Mundbewegung. Dann hörte ich mir heimlich alle ihre Lektionen an und lernte mit. Sie war eine ausgezeichnete Lehrerin und eine talentierte Sängerin. Wie schade, dass ich ihr Leben ruiniert habe. Ich sang leise in meinem Wäschekorb während einer der üblichen Lektionen mit. Das war mein Lieblingshobby, besonders nachdem ich mich von John getrennt hatte. Ich habe es auch sehr geliebt. Wart ihr überhaupt zusammen? Ich dachte, ihr habt nur geschrieben. Jetzt, das ist neu. Ja, das ist mir auch schon bei mehreren aufgefallen. Die machen jetzt in ihren Stories Werbung für ihren Kanal und sind so, was mir sehr über meine schwierige Zeit geholfen hat, ist der YouTube-Kanal Dory Story. Beziehungsweise, was? Irgendwie voll unauffällig. Aber wisst ihr, welcher YouTube-Kanal euch wirklich über eine schwierige Zeit hilft, ja? Dieser hier. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Kanal, Jungs und Mädchen. Ja, dann ihr werdet es nicht bereuen. Viele neue Videos. Viele andere Dinge. Hauptsächlich Videos. Ich streame nur sehr selten. Aber ab und zu streame ich auch. Also ich meine, ne, das wollt ihr doch nicht verpassen. Drückt den Knopf, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Falls ihr es schon gemacht habt, Lob. Kanal mit Geschichten anzuschauen. Und ich habe oft geweint und hatte viel Mitleid mit den anderen. Aber es schien, dass niemand Mitleid mit einem solchen Freak wie mir haben würde. Sie alle haben einen Körper, während ich für mich und meine Eltern ein Fluch war. Ich dachte sogar daran, etwas Dummes zu tun. Aber mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht. Ich war nicht bereit für die mehreren Umdrehungen. Was ist passiert? Von meiner Mutter rannte die Schülerin auf dem Weg von der Toilette in mein Zimmer. Sie wusste nichts über mich. Sie war erst 10 Jahre alt. Sie kam auf mich zu und sah mich mit großem Interesse an. Sie hob die Decke an, die meinen Körper bedeckte. Und schrie. Mama rannte in das Zimmer, aber es war zu spät. Das Mädchen flippte wirklich aus und erzählte ihren Eltern von mir. Mama hatte natürlich deswegen Probleme. Natürlich waren alle sehr verständnisvoll, aber es zeigte sich, dass niemand seine Kinder traumatisieren wollte. Mama begann, Schüler zu verlieren. Ich bat sie, mich zu vergessen. Sie tat etwas ganz anderes. Nach meinen Worten begann Mama, mein Lieblingslied auf dem Klavier zu spielen. Ich sang auch mit. Zum ersten Mal in meinem Leben sang ich in der Gegenwart von jemandem. Mama erstarrte. Ich sang so gut, dass sie sich beim Zuhören mitreißen ließ. Der Unterricht war also nicht umsonst gewesen. Mama sagte, ich sei ihre beste Schülerin und ich müsse mein Talent mit der Welt teilen. Aha. Jetzt ist sie Sängerin. Und dürfe mich nicht vor den Augen anderer verstecken. Nach Mamas Worten sammelte ich mich und schickte John eine Botschaft über die Wahrheit. In Wirklichkeit vermisste ich ihn und hoffte wirklich, dass wir wenigstens Freunde sein könnten. Aber seine Reaktion schockierte mich. Es stellte sich heraus, dass John auch behindert ist. Ich wusste es! Ich hab's vorhin noch gesagt! Die war so, ich hab auch keine Beine oder ich kann auch nicht laufen. Ich wusste es! Ich bin so gut in diesen Geschichten mittlerweile. Ich schwör's euch. Insane, ja? Es ist, als würden wir gleich denken. Er sitzt im Rollstuhl. Ich weiß nicht, ob das was Gutes ist. Sein Körper ist schlecht entwickelt, weshalb er nie angeboten hat, dass wir uns treffen. Er bot mir einen Videoanruf an, um meine Reaktion auf ihn zu sehen. Das gab mir Kraft. Vielleicht sollte ich mich für die Welt auch öffnen. Mama sagt, ich singe wirklich gut, aber die Schreie des Mädchens werde ich nie vergessen. Würde mich irgendwer je schön finden? Oh, das ist bitter. Ich habe meinen Lieblingskanal eine Nachricht geschickt, damit ja, er mir komm, jetzt hör doch auf mit dem Quatsch hier. Ich habe meinen Lieblingskanal eine Nachricht geschickt. Komm schon. Jungs. Und Mädchen, ich weiß nicht, wer euch den Kanal betreibt. Gut, das war's jedenfalls mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, dann mache ich mehr davon. Wie gesagt, falls ihr ein Video habt, was ihr möchtet, was ich mir angucke, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ansonsten, denkt ihr, die Geschichte ist frei erfunden oder nicht? Schreibt mir das auch gerne. Ich, persönlicher Meinung, denke ich, es ist frei erfunden, so wie ungefähr alles. Aber hey, ja, falls ihr sagt, nee, glaube ich nicht, dann schreibt mir das, sagt mir Bescheid. Mich interessiert es ehrlich. Außerdem bin ich gerade krank, deswegen habe ich Zeit, meine Kommentare zu lesen. Ich habe mich schon testen lassen, aber Ergebnisse sind noch nicht da. Und ja, deswegen sitze ich eh hier fest. Und kann ich euch antworten. Das ist hauptsächlich, was ich sagen wollte. Gut, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.